Heute ist der Gesang dran. Ich nehme die Teile einzeln durch. Wir verzichten erstmal aufs Intro. Und es fängt natürlich mit Strophe 1 an. Das Konzept sieht so aus. Es geht ja los, a Gardeness on a Mountain bis Venus was her name. Und dann noch das Riff. So, und weil der Refrain she's got it, das She ist später im gesamten Ablauf, das She ist genau auf diesem G, das muss man treffen, sonst haut es einen da raus, ja. Aber jetzt zurück zu Strophe 1, ich spiele das bei Tempo 80, ja, ich sehe nichts, 80, 8 mal durch. Und jedes Mal, wenn das Riff vorbei ist, zähle ich frisch ein. Ganz am Anfang kommt die Übernahme vom Intro, die letzten beiden Takte, E-Moll A, also noch. A Gardeness. Und dann geht's los mit dem Strophenteil. Praktisch als knappes Intro und dann, wie gesagt, das Riff ausgespielt, frisch eingezählt, 8-mal die Strophe, Tempo 80 ist eingestellt, dann geht's jetzt los. 1, 2, 3, 4. A Gardeness on a mountain top. The summit of beauty and love.
is on the mountain top. Ich hoffe, das waren 8 Stück. Dann geht's in der Refrain. She's guarded by your desire. Achtmal. Und wie ich da vorne wieder anfange, das überlege ich mir nach dem ersten Durchgang. Natürlich habe ich den Song jetzt schon x-mal geprobt, aber dann doch im Gesamten. Mir fällt gleich was ein nach Your Desire, dass wir einen gescheiten Fluss bekommen, ja, wie immer. Da gibt es jetzt also kein Intro für den Refrain. Ich riskiere das jetzt und singe einfach ins Blaue hinein. Geht ab 8-mal. 1, 2, 3. She's got it. Yeah, baby, she's got it. Well, I'm your Venus. I'm your fire and your desire. She's got it. Yeah, baby, she's got it. Well, I'm your Venus. I'm your fire at your desire. She's got it. Yeah, baby, she's got it. Well, I'm your Venus. I'm your fire and your desire. Well, I'm your Venus. I'm your fire. Your desire. So, 3, 4, she's got it. Yeah, baby, she's got it. Well, I'm your Venus. I'm your fire at your desire. She's got it. Yeah, baby, she's got it. Well, I'm your Venus. I'm your fire and your desire. Well, I'm your Venus. I'm your fire. You're the
drei. She's got it. She's got it. Ja, ich weiß echt nie, ob es 8 sind. Jedenfalls bin ich mir sicher, dass man da mitkommt und dass man auch gut dazu üben und zu singen und spielen kann. Ja. Okay. Strophe 2 ist dran. Ich sage am besten gleich von vornherein, ich spiele es halt längere Zeit jetzt. Da kann ich nicht mitzählen, das ist unmöglich. Gut. Strophe 2. Natürlich sind die Rhythmen dieselben, Griffe auch, aber bei dem Got What No One Else Had, das ist, da muss man mehr machen. Das ist versetzt. Ausstieg wieder das Riff ohne das Wow, sondern bloß wieder wie vorhin. Also genau der gleiche Ablauf wie bei Strophe 1. A weapon with a crystal eyes, making every man mad. Black as the dark night she was, got one no one else had. 2, 3. A weapon with a crystal. A weapon with a crystal eye.
Gut, jetzt fehlt uns nur noch die Bridge. Und das ist das Schwierigste, finde ich. Komischerweise sind nur ein paar Töne, aber man muss die lang halten. Und bei diesem Tempo geht es fast gar nicht. Also bei mir halt nicht. Dann holt man halt zwischendurch nochmal Luft. Aber schwieriger, als man meinen könnte. Das kommt dann auch achtmal hintereinander, also halt sehr oft hintereinander. Und ich steige wieder bei dem Riff aus. Wie gerade eben, das müsste eigentlich hinhauen. Also dann. 1, 2, 3. Na gut, okay. Dann so viel mal für heute. Tschüss dann.